sind Sie ja. Schön, dass Sie da sind. Sie wurden heute von Ihrer Arbeit aus bzw. von Ihrem Vorgesetzten zu uns geschickt. Ja, Sie wissen Bescheid, worum es geht. Ja, ganz genau. Wir würden heute gerne einmal eine Testung mit Ihnen durchführen. Wir würden gerne Ihre Konzentrationsfähigkeit prüfen, ja. Okay. Gut, okay, sehr schön. Möchten Sie lieber gesiezt oder geduzt werden? Geduzt, du ist okay. Sehr schön, alles klar. Dann darfst du mich auch gerne duzen. Mein Name ist Sabrina. Ja, okay, sehr gut. Also das Ganze hier wird jetzt wie folgt vonstatten gehen. Ich hätte zuerst ein paar Fragen an dich. Keine persönlichen Dinge, also deine persönlichen Daten haben wir ohnehin schon aufgenommen und erfasst. Die wurden uns von der Personalabteilung geschickt. Und darüber hinaus müssen wir auch nichts extrem Persönliches oder so von dir wissen. Es sind vielmehr Fragen allgemein zu deiner Konzentrationsfähigkeit und zu deinem Arbeitsplatz. Okay. Ja. Okay, gut. Im Anschluss würde ich gerne eine kleine Testung mit dir durchführen. Okay. Ja, nein, das ist nicht schwer. Das Einzige, was da wichtig ist, ist, dass du einfach meinen Anweisungen folgst. Okay. Und bei dem Fragebogen dann eben auch die Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Ja, okay. Soweit, so gut. Sehr schön. Im Anschluss würde ich dann einen Bericht erstellen oder einen Bericht verfassen und diesen Bericht würde ich dann an deinen Arbeitgeber schicken. Okay, natürlich bekommst du im Vorfeld von mir das Ergebnis mitgeteilt. Okay, gut, sehr schön. Ich würde sagen, dann legen wir gleich los, oder? Ja, okay. Dann würde ich gerne einmal von dir wissen, arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit? Okay. Wie viele Stunden wären das dann? Ja, okay. Und bist du angestellt oder verbeamtet? Ja, okay. Yep. Sehr gut. Wie viele Stunden täglich hast du denn? Ja, oder wie hoch ist deine tägliche Bildschirmzeit auf der Arbeit? Okay, ja. Ja, ist unterschiedlich. Okay, und ungefähr. Ja. Und wie viel Zeit kommt dann im privaten Bereich nochmal hinzu? Also wie viel Bildschirmzeit hast du dann im privaten Bereich noch? Okay. Ja. Okay. Wie viele Stunden schläfst du denn nachts so im Durchschnitt? Ja. Ja, das ist ein bisschen wenig tatsächlich. Sollten mindestens wirklich Minimum 7 sein. Im besten Fall so 8 bis 9 Stunden. Ja, okay. Und hast du dann das Gefühl, dass du auch schon erholsam geschlafen hast? Okay. Ja. Hast du allgemein das Gefühl, dich schlecht konzentrieren zu können? Ja, okay. Ja. Verstehe. Ja. Ich notiere das so. Ja, okay. Kannst du einem Vortrag lange und aufmerksam zuhören? Ja, okay.
schnell müde.
Soll ich es nochmal machen? Okay, Moment. Ja, genau. Okay. Ja. Okay.
Testung wirklich mit Bravour gemeistert. Ja, das Ergebnis
Ergebnis kann sich sehen lassen. Du hast eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit. Das werde ich natürlich auch so in meinem Bericht weitergeben. An der einen oder anderen Stelle hat man gemerkt, dass du vielleicht gerade ein bisschen müde bist. Kann das sein? Ja, du hattest einen langen Tag. Das glaube ich dir. Ja, und jetzt bist du ganz K.O., oder? Ja, ich bin auch müde. Ich habe heute auch schon viel gearbeitet. Ja, ich würde vorschlagen, dann ist es jetzt an der Zeit, für heute hier Feierabend zu machen. Ja, und sich hinzulegen und auszuruhen, oder? Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, dass du wirklich so toll mitgemacht hast. Und ich würde sagen, ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder zu einer Testung. Ja.